Wir schauen uns jetzt meine Schuhkollektion Balenciaga, Rick Owens, Adidas, Wells Bonner, Sakai und mehr. Also eine absolute verrückte Schuhkollektion von Yaya. Und ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall schon was gehört. Und Yaya hat auch eine der besten Styles in Deutschland aktuell. Ich sage ehrlich, wie es ist. Deswegen bin ich froh, da was von dem zu sehen. Zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute mit Mikrofon. Ich dachte mir, ich mache einfach mal was anderes als einen Vlog. Und ich dachte mir, in Zukunft können auch nicht immer nur Vlogs kommen, sondern auch mal ein paar Sit-Down-Videos, wo ich euch ein bisschen mehr Insight gebe. Und heute dachte ich mir, dass ich euch meine ganze Schuhkollektion zeige. Immer noch zu leise. Es sind wirklich viele Schuhe. Broski, ja, rede leise. Ich habe doch schon Max laut gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das Video auf jeden Fall auch in zwei Teile. In diesem Teil wird der Fokus eher auf Sneakern liegen und im nächsten Teil eher auf Boots. Also ja, Freunde, neues Format. Lasst direkt schon mal am Anfang Liebe da, Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar schreiben, auch wenn es nur irgendwie ein Feuer-Emoji ist. Einfach in die Kommentare rein. Der Support ist immer gern gesehen und bringt mich auf jeden Fall weiter. Ja, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und starten direkt rein. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, Leute, weil ich habe crazy viele Schuhe. Vielleicht schaffe ich das, euch mal hier so ein Bild einzublenden, wie es hier gerade aussieht. Ich würde sagen, wir starten das Ganze bei der Fraktion Adidas. Aktiv, Leute, Adidas einfach Dings. Adidas Store. Das hat letztes Jahr komplett abgerissen, vor allem was sowas wie Marketing angeht. Also ich habe Adidas everywhere gesehen. Ich habe selber sehr, sehr viel. Ja, Musik viel zu laut, aber das kann ich nicht regeln. Das ist ja. Don't hit me! Adidas gerockt. Auch viel mit denen zusammengearbeitet, natürlich, was natürlich auch ein Blessing ist. Vielen, vielen Dank dafür, Adidas. Shoutout. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, bei diesen beiden. Also wirklich, ich bin aktiv. Aktiv Jelly. Ich bin aktiv, dass er die beide hat. Das ist so crazy. Adidas, Adidas, gib doch mal ein bisschen Liebe. Adidas, bitte. Adidas, schick doch auch mal zu. Adidas Wales Bonner Modellen. Wir haben einmal hier das Silberne und einmal das mit dem Leopardenprint und Pony Hair. Leute, ich liebe diese beiden Schuhe. Ich liebe übrigens auch Wales Bonner, die Designerin. Ich liebe fast alles, was sie macht. Vor allem haben sie mir einfach diese Schuhe angetan. Leute, ich trage die so oft. Die Schuhe sind auf jeden Fall ein Hingucker. Ich denke, jeder, der das Video schaut, hat wahrscheinlich schon was von diesen Schuhen gehört. Bin sehr, sehr stolz darauf, die beiden in meiner Kollektion zu haben und kann mir nicht vorstellen, dass ich die irgendwie verkaufe oder so, weil ich finde die wirklich super, super nice. Ich habe übrigens auch noch ein drittes Paar Wales Bonner. Das kann ich euch mal einblenden, aber das ist gerade nicht hier, beziehungsweise ich finde es gerade nicht. Facecam, richtige Position, hä? Hast gesehen? Ich wusste schon, dass kommt. Ich glaube, das ist noch beim Kollegen zu Hause. Dann haben wir nochmal hier diese beiden Modelle. Das eine ist ein Gazelle-Modell, das andere heißt irgendwie London oder sowas. Das Ding ist, ich musste meine letzten Adidas-Sneaker, die ich bekommen habe, aktiv abdrücken. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich aktiv Klamotten abdrücken muss. Ey, ehrlich, Leute sehen, dass ich neue Sachen bekommen habe und sagen, aktiv brauchst du nicht. Ey, gib mal direkt her. Familienmitglieder von mir sagen mir, ey, komm. Komm, her damit. Ich so, Bruder, lass mich doch mal in Ruhe. Ich gebe gerne so, aber Bro, vielleicht wollte ich auch vorbehalten. Ja, hier bei dem könnt ihr es wahrscheinlich auch sehen. Guck mal, das Adidas drin ist schon so ausgetragen. Beziehungsweise abgetragen. Den habe ich tot gerockt, Leute. Ich liebe Blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe in Kombination mit der Gamsohle. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Ich würde grün sagen. Einfach nur blau. Aber als Kid war auch Blau meine Lieblingsfarbe. So Babyblau und so. Kam immer nice. Man denkt sich wahrscheinlich, echt simpler Schuh. Ist es auch. Aber Leute, super tragbar. Wirklich, wirklich super tragbar. Und hier, das lilane Modell hatte ich tatsächlich nur einmal an. Aber weil ich das Ende des Sommers bekommen habe und einfach die Temperaturen, nachdem ich den bekommen habe, in den Keller ging und ich den dann nicht mehr rocken konnte. Ich liebe auch Lila, auch eine meiner Lieblingsfarben. Schönes Ding, freue mich auf jeden Fall drauf zu rocken. Vielleicht verkaufe ich ihn auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Generell solltet ihr auf jeden Fall auch mein Vinted abchecken. Ich verlinke das, denke ich, einfach mal in der Videobeschreibung, weil viele von den Schuhen werden auch verkauft, weil ich habe einfach nicht. Ich glaube, wie ich meine Wahrnehmung, Bruder Yaya, du hast aktiv zu viele Klamotten. Platz dafür. Und dann haben wir noch hier zwei brandneue Adidas-Sneaker. Ich habe den einmal in schwarz und dann habe ich ihn einmal noch in grün, weiß. Habe noch keinen Weg gefunden, die irgendwie zu tragen. I don't know. Ich weiß einfach nicht bei dem Schuh.
Ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Und zwar mit diesen paar Vans Slip-Ons mit Checkerboard-Optik. Das sind die Vault, das heißt, die Sohle geht so ein bisschen über das Upper hier vorne. Es wird langsam ein bisschen wärmer. Gestern waren zum Beispiel 13 Grad und ich habe den Schuh zum ersten Mal gerockt. Leute, der ist so nice. Ich werde den, glaube ich, wirklich zu Staub zerrocken. Also ich werde den wirklich tragen, bis der zerfällt, glaube ich. Richtig, richtig cooles Ding. Fühle ich sehr. Gibt so ein bisschen diesen Venice Beach Vibe. Lieben wir doch einfach. Ein weiterer Schuh, den ich recently sehr viel gerockt habe. Der ist sehr hart. Ist dieser hier von Keen. Das ist so ein Hiking-slash-Tracking-Schuh in einer tiefen Variante. Ist aus Wildleder und hat so Gummisohle, die so ein bisschen auch über das Upper geht. Sieht tatsächlich ziemlich nice aus, mit einer schwarzen Anzughose ein bisschen drüber stacken. Ey, ich gehe wahrscheinlich demnächst irgendwann wandern. Welchen Wanderschuh oder Sneaker kann man sich holen? Soll ich mir so ein Roa holen? Soll ich mir den von Yaya hier holen? Was könnt ihr empfehlen? Super cooles Ding und ist natürlich absolut gesund, gemütlich für die Füße. Ich weiß ganz genau. Deswegen, Chat, Kommentare, bitte schreibt mal, welches Sneaker ich mir holen soll. Dass ich früher solche Schuhe. Also guck bei mir auf Instagram, muss auch zu mir gut passen, zu meinem Stil gut passen. I still wanna be fly on while I'm hiking. Scheut habe und irgendwie immer dachte, so, das ist was für Öko-Leute unter 50-Jährige, irgendwie sowas. Also wirklich, der ist top. Ich habe den auch noch in einem anderen Colorway. Hier in diesem Bordeaux-Rot-Schwarz. Ja, er hat auch Farben, ne? Auch echt nice, aber den habe ich tatsächlich noch nicht getragen. Aber Keen auf jeden Fall auch eine Marke. Haben sehr nice Footwear und vor allem auch so Sandalen. Das ist ein weiteres Paar Keen. Sexy. Das ist ein sexy Colorway. Das ich habe. Das ist auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr schöne Farbe. So ein Senfgelb ist das. Bisschen orangene Elemente. Dann lass uns mal ein bisschen ans Eingemachte gehen, oder? Und zwar mit dem Nike Sakai Vapor Waffle. Alles ist doppelt an dem Schuh. Schnürsenkel doppelt, Zunge ist doppelt, Sohle ist doppelt. Würde ich auch auf jeden Fall never verkaufen, weil ich den einfach liebe. Und ja, wir machen weiter. Und zwar mit dem New Balance 990. Das ist wahrscheinlich der Dad. Der Bro hat einfach so viele Schuhe noch mit Etiketten, that's crazy. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wisst ihr, was ich die... Ich warte, ich zeige euch mal was. Ich habe so aufgeräumt und ich habe so ein paar Dinge gefunden. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe einfach diese Sneaker gefunden. Ich habe einfach vergessen, dass ich den habe. Ich habe einfach vergessen, dass ich den habe. Der ist so crazy. Dann, ich habe noch ein paar andere Schuhe gefunden. Ich habe einfach vergessen, dass ich den habe. Also ich rock den auch nicht mehr, aber ich habe ihn noch. Ich habe den in London gekauft, das war wilde Zeiten. Schöne Erinnerung an den Schuh. Ey, ehrlich, ich habe den einfach noch, ne? Das ist der OG. Parrot Black. Andere Zeit, wirklich andere Zeit. Aber das ist nicht der von Justin, ne? Das ist nicht der von Justins Putzfrau. Ich habe den nicht gekauft. Ich glaube, der hat auch den Turtle Dog gehabt. Nicht den Pirate Black. Ey, nein. Jetzt guck mal, wie random in dieser Schuhbox auch ist. Ralph Lauren Socken. Der ist crazy. Warum habe ich hier Ralph Lauren Socken drin? Da haben wir mal meine Schuhsammlung. Meine lostes Schuhsammlung. Die verlorene Schuhsammlung von Kelly Kayo. Titel fürs Video. Der Dad Shoes. Leute, der ist ungetragen. Warum? Gute Frage. Auf jeden Fall super cleaner Schuh. Ich glaube, super tragbar auch. Also super easy, glaube ich, auch zu stylen. Aber ist, glaube ich, nicht unbedingt mein Cup of Tea. Oder beziehungsweise muss ich erstmal noch ein bisschen auf die Wave kommen, um das so ein bisschen zu fühlen und zu verstehen. Aber ja, schönes Ding, schönes Grau, Suede-Elemente drin eingearbeitet. Wirklich einfach ein perfekter oder beziehungsweise das Nonplusultra an Dad-Schuhen, was es so gibt. Hier haben wir einen ähnlichen Schuh und zwar den Li-Ning Exceed. Aber der ist meiner Meinung nach nochmal ein Stück nicer, ein ganzes Stück nicer. Allein schon das Sohlenelement so durchgucken. Der ist außerdem auch mindestens genauso gemütlich. Und ist einfach vom Design her meiner Meinung nach noch mal ein bisschen geiler. Ein bisschen chunkier auch. Super, super schöne Dinger. Gleicher Colorway. Keine Wildlederelemente. Dann einer meiner meistgetragenen Schuhe, Freunde der Sonne. Und zwar ist das dieser Clarks in Zusammenarbeit. Ich da war. 16, 17 habe ich auch Clarks gerockt. Slam Jam. Das ist ein Clarks Wallaby. Heißt klassisches Modell, Leute. Ich liebe die Toe. Sieht super nice aus. Zwei verschiedene Muster vorne. Boah, die Muster sind brutal.
total. Toe. Ich liebe die Muster. Sieht super nice aus. Zwei verschiedene Muster vorne. Und ey, der Schuh sieht einfach nur geisteskrank aus mit jeder Hose, die ich habe. Das ist crazy. Ich kann euch das auch auf jeden Fall nur empfehlen. Momentan sind ja Loafer zum Beispiel sehr im Trend. Clarks ist... Ich muss auch mir nochmal Loafer kaufen, ich sag ehrlich, wie es ist. Sowas wie ein Loafer, nochmal ein bisschen Twist, vor allem weil die meisten davon aus Wildleder sind. Richtig, richtig schöne Dinger. Ich liebe, liebe, liebe diesen Schuh. Und ja, hab den schon wirklich sehr, sehr viel und sehr oft getragen. Und werde den auch weiterhin sehr, sehr viel und sehr oft tragen. Dann haben wir hier ein wunderschönes Paar Essex. Leute, das Paar ist so schön, das ist crazy. Habe ich auch neu. Die werde ich auf jeden Fall rocken, weil die sind einfach nur sick. Guckt euch mal das Wildleder Essex. Ich feiere Essex. Ich feiere Adidas, ich feiere Essex. Nike ist auch cool. Ich finde Nike auch sehr cool. Aber aktiv trage ich noch mehr Adidas und Essex. Zeichen an der Seite. Ach so, das wollte ich auch gerade zu meiner verlorenen Schuhsammlung sagen. Ich mache es dem Jahr aber nach. Ich habe immer noch nicht die gerockt. Und ich will die unbedingt anziehen. Ich finde das hier mit diesem Reflective oder wie was auch immer so hart. So ein cooler Schuh. Hat außerdem auch noch orangene Laces, aber die habe ich gerade in einen anderen Schuh reingepackt. Es ist in der Zusammenarbeit mit Hull Studios, also kein normaler Essex. Wir machen weiter mit dem Puma Suede in Kollaboration mit Luigi, Leute. Leute, das ist wahrscheinlich auch einer meiner meistgetragenen Sommerschuhe, Leute. Vergilbte Sohle, Suede Upper in Pink. Crazy, dann richtig schöne beige Laces. Das ist so ein Banger, dieser Schuh. Das ist geisteskrank. Also ich trage den so gerne. Ich liebe den wirklich mit Herz und Seele. Vor allem ist auch einfach nice, wenn du ein schlichtes Outfit hast und dann einfach ein Pop of Color setzen möchtest. Ganz einfaches Ding. Was haben wir denn hier noch Schönes? Leute, wir sind übrigens noch nicht durch. Ich habe noch 1, 2, 6, 7 Paar Schuhe, die noch kommen. Und ja, dann sind wir es durch und zwar mit den Sneakern. Wie gesagt, ich mache ja noch einen Teil 2. Okay, ist auch deswegen an der Stelle kurze Werbepause. Macht schon mal ein bisschen nochmal diesen Like-Button frisch. Macht nochmal Kommentar frisch. Abonniert nochmal kurz den Kanal. Also einmal hier bei mir auf dem Kanal abonnieren, liken, kommentieren und dann zu Jaja rüber und das gleiche nochmal. Das ist wahrscheinlich auch einer der most gehyptesten Schuhe im Jahr 2023 gewesen, dieser Adidas Campus. Vor allem im Mainstream, aber das ist der in Zusammenarbeit mit Bad Bunny. Heißt, der ist nochmal ein bisschen abgespaceder. Ich habe das nicht mitbekommen. Hat nochmal ein bisschen nicere Elemente, hat so zum Beispiel... Also abseits davon, dass Leute gesagt haben, dass sie den nicht mehr sehen können, habe ich es nicht mitbekommen. Aber auch nur wegen Daniel habe ich das mitbekommen, dass er gesagt hat, da stand die Schuhe oder so. Doppelte Zunge, beziehungsweise du kannst die Zunge auch braun machen, wenn du möchtest. Richtig, richtig cool. Hat sehr nice Laces, ist sehr chunky. Ist so von der Farbe und von der Textur her richtig, richtig nice. Ich habe ihn auch oft getragen im Sommer tatsächlich. Jetzt, wo ich den wieder auspacke und ansehe, denke ich mir, Digga, warum trägst du den nicht? Der ist eigentlich geil. Aber I don't know. Okay, Leute, dann geht's jetzt langsam wirklich ans Eingemachte. Ich sehe Burberry, ich sehe Rick Owens, ich sehe Balenciaga. Okay, einer ist reich. Reicher Mann. Let's go. So, Leute, Rick Owens Dark Shadow Double Bumper. Nicht aus Canvas, Leute, sondern aus Leder. Ich sag das schon sehr... Mainline. Aber den wirklich, Leute, den liebe ich. Also, der ist crazy. Aber ich liebe... Jaja war schon immer der Double Bumper. No sexual type beat. Diesen Schuh. Es gibt auch mittlerweile eine neue Version und ich bin am überlegen, mir den tatsächlich zu holen, weil der noch chunkier ist, also die Sohle ist noch mal ein bisschen weiter. Der ist ein bisschen schmaler, tatsächlich. Aber so ein cooles Ding. Also ich liebe diesen Schuh. Balenci, Balenci, Balenci. Leute, der einzig wahre und echte Balenciaga. Ich hab den auch. Ich hab den OG. Hä? Hä? Italy Type Beat. Triple S. Legendärer Schuh. Wird niemals verkauft. Triple S. Das ist wahrscheinlich die Einleitung gewesen der Chunky Schuh-Ära. Also. Nein, das war die Einleitung. Aber der Triple S hat es auf die Spitze getrieben. Der hat ein Stück Geschichte an sich.
Ich glaube, das wird in ein paar Jahren auf jeden Fall ein Archive-Piece sein, also der Balenciaga Triple S. Ob man will oder nicht, ich liebe diesen Schuh, ich finde den so nice. Ich finde den gerade ein bisschen schwer zu rocken. Ich finde nicht so viele Wege, wie ich ihn rocken kann, rocken würde. Aber das wird tatsächlich, das wird wieder. Manchmal steckt man einfach in der Klemme. Ich habe ihn auch eine Zeit lang so oft und so viel getragen. Ich finde tatsächlich, am nicesten kommt der mit so einer Cropped-Hose, weil man ihn dann tatsächlich auch sieht. Dann haben wir meinen wahrscheinlich einzigen weißen Sneaker recently bekommen von Burberry, Leute. Wie krass ist das einmal, dass er diesen Schuh von Burberry bekommen hat? Wie hart ist dieser Schuh? Und drittens, wie weird ist das, dass sein einziger schwarzer Sneaker ist? Ich liebe weiße Sneaker und mag schwarze Sneaker selten. Ganz schwarze Sneaker vor allem nicht. Aber zum Beispiel den hier, der ist hart. Aber soll ich euch was zeigen? Ey, scheiße, Mann. Habe ich ein Problem? What? On some OG Kelly Monochrome Type Beat. Das waren nur ein paar meiner Sneaker. Also, ach ja, ich hätte auch nebenbei, weil er den Rick gerade gezeigt hat, ich habe den Rick Mainline auch hier. Der ist auch gerade da und weil wir auch bei Rick sind, habe ich hier auch noch die. So viel war ein bisschen was da. Guckt euch mal die Sohle an, wie sick die ist. Ich hoffe, das fokussiert. Der Schuh sieht so aus, als wäre er aus einem Guss. Die Laces sind super dick. Also die sind wirklich, die sind dick, dick, die Laces. Auch natürlich Skate-Shoe inspired. Kann man nicht viel zu sagen, außer dass es schlicht ist, einfach kombinierbar ist und ein cleaner weißer Sneaker ist. Und man würde wahrscheinlich nicht erkennen, dass er von Burberry ist, wenn man das neue... Der sieht so clean aus, der sieht so maximal schön aus. ...von denen nicht kennt. Wieder ein chunky Sneaker, der sehr verspielt ist, sehr in Richtung Lanvin geht. Ist von Mason Garments tatsächlich, Brand aus Holland, aus Amsterdam. Habe ich auch gerockt, Leute. Nur weil die so sauber aussehen, macht euch da keine Sorgen. Ich trage wirklich so ziemlich alle von meinen Schuhen. Also das ist wirklich crazy. Ich wechsle auch manchmal mehrmals Schuhe am Tag, damit ich einfach jeden Schuh rocke, den ich habe. Okay, Bro, relax. Dann haben wir noch die beiden Sneaker hier von Axel Arigato. Habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen, sind eigentlich sowas wie Jordan 4er Alternativen. Nice Colorways, aber sonst eigentlich gar nicht so mein Film, deswegen die gehen auf jeden Fall auch for sale raus. Ja, Freunde der Sonne, das wäre es gewesen mit meinem Schuhkollektionsvideo, beziehungsweise mit dem Part 1. Abonniert, like, kommentiert auf jeden Fall. Ja, Mann, hat mich gefreut. Schreibt mal gerne, was euer Favorite Sneaker von Yayas Collection gewesen und was ist so euer Favorite Shoe, den ich euch gezeigt habe oder der Most Iconic für euch. Schreibt mal beides, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich habe euch ein bisschen was zeigen können.